Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Sunny. Und es ist tatsächlich soweit, dass wir heute A, ihren Geburtstag feiern. Und B, kriegen wir heute unser Haus, weil es ist Rabatttag und da können wir gut Cash machen. Also, wir kriegen einiges an Geld zurück. Das ist sehr, sehr cool. Trotzdem müssen wir uns natürlich um unsere Tiere hier kümmern. Ich überlege, ob ich das dann einzäune und so. Aber mal schauen, wie das halt geldmäßig aussieht. Erstmal ist ja heute eh der Geburtstag. Dadurch, dass wir das Haus jetzt ja im Part bauen, könnte es sein, dass halt nicht so viel Gameplay heute passiert. Aber ich hoffe, dass das für euch okay ist. Ich würde auf jeden Fall gerne eine Geburtstagsparty schmeißen. Wir laden natürlich so alle Leute ein, die wir so kennen. Ja, irgendwie gefühlt war es das schon, ne? Ja, ich glaube. Ja, wir belassen es dabei. Wir haben da nur 4 Gäste, aber wir haben jetzt auch nicht so viel Platz. Also ist das okay. Ich meine, wir können natürlich auch in die Bar gehen. Wäre eigentlich auch cool, ne? Fangen wir mal um 3 an. Kann sie gleich noch einen Kuchen machen. Den beiden geht es ganz gut. Das ist auch sehr schön. Wieso hat sie ja nicht immer noch glücklicher Single? Die sind doch offiziell zusammen, hä? So, das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. 270 Simoleons. Wir müssen uns auf jeden Fall auch einen PC leisten. So, dann malt sie nochmal. 227, sehr schön. Sie mag Geschicklichkeit, finde ich süß. Wir verkaufen die Teile trotzdem erstmal, weil wir brauchen halt alles Geld. Oh, sie fängt schon selber ein neues Gemälde an. Danke. Level 5. Das sieht mir auch nach einem ganz tollen Bild aus. Also, großartig. Ja, 107. War mir klar, dass es nicht so viel bringt. Aber hey, wenn du gerade Spaß am Malen hast. Obwohl, wir können auch jetzt schon zum Ereignis gehen eigentlich. Läuft ja nicht davon. Jetzt habe ich keinen Kuchen gemacht, ich keck. Ich danke Menschen, dass sie sowas tun. Das Ding ist, man kann die nicht löschen. Und wenn die im Inventar sind, weiß ich nicht, ob die dann mir gehören oder so. Egal, dann ist das so. Leider kein Cheesecake, der hätte ich Bock drauf gehabt. Komm, lass mal den blauen Konfettikuchen nehmen. Dann machst du da schon mal Kerzen drauf. Oh, Roxy ist hier. Ich denke, es wäre schlau, wenn ihr euch mal vorstellt so. Weil ich meine, wenn das jetzt was Ernstes bleibt, dann könnte das die Schwiegermutter werden. Ich habe vergessen, heute zu drehen. Deswegen machen wir das mal ganz fix. 154. Kündige deinen Job. No! Will aber nicht. Mann. Dann müssen wir wohl einen neuen Job annehmen. Dann mache ich einfach direkt einen neuen Job annehmen. Weil dann kündigt man ja eh den alten. Jetzt ist halt die Frage, was macht man dann mit ihr, ne? Was, wenn wir sie in die Leckermaul-Karriere stecken? Weil, ich meine, sie hat ja schon ein bisschen Gefallen am Kochen gefunden. Vielleicht könnte das jetzt so ein Neuanfang sein. Vielleicht ist Programmieren halt auch einfach ihr Hobby oder so. Es ist zwar schade, weil ich habe sie echt sehr als IT-Girl gesehen, aber wir haben jetzt keine andere Wahl. Los geht's. Yay, jetzt hat sie ihr cooles Outfit an. Ich finde, das steht ihr so gut, ne? So eine hübsche Maus. So, ich hoffe, die anderen kommen jetzt auch. Gruppenmahlzeit zubereiten ist ein bisschen schlecht hier, ne? Ich meine ja nur. Witze erzählen können wir aber. Und dann sollen die auch noch verspielt werden. Oh mein Gott, wusste ich das schon, dass hier oben so ein Seance-Table ist? Nicht schlecht. Hallo. What up in the club? Aber ich gebe ihr erstmal kein Umstyling, weil sie hat ja jetzt erst eins bekommen. Die meisten Outfits sehen, finde ich auch eigentlich ganz okay aus zu dem, was sie halt so ist. Also so als Erwachsene, man kann das schon machen, vor allem sie ist jetzt ja noch keine Mutter oder so, deswegen. Wenn sie ein Kind hat, können wir darüber reden, dass sie dann vielleicht ein kleines Umstyling kriegt. So, und dann blasen wir natürlich unsere Kerzis aus. Können wir ganz kurz darüber reden? Mein Lieber, wie kommen sie hier hin? Happy birthday to you. Wir sagen das hier nicht mehr so oft auf dem Kanal, das ist... Uiuiuiuiuiuiui. Hallo? Sie so, nö. Ich möchte nicht Geburtstag haben. Haben Sie Geburtstag, junge Lady? Ach, süß. I like it. So. Ich bin so gespannt, wie sie aussehen wird. Ah. Vor allem ihre Mutter ist ja nur so ein paar Tage älter. Hier durch den Skin hat sie halt gar keine Falten oder so. Aber ich finde es auch realistisch, weil theoretisch ist sie ja jünger als ihre Mutter. Dann kommen die halt irgendwann, wenn sie dann Mutti ist. Let's go. Und jetzt erzähl Witze. Er als Dad hier hinten so, hallo. Ach, wir sind eh schon Gold. Ach, na dann. 21 Tage. Ist jetzt nicht so viel, aber das finde ich jetzt auch nicht so wenig, oder? Ich weiß nicht, aber es wird schon passen mit uns. Guck mal, sie lernt jetzt auch schon Justin kennen. Süß. Direkt der Family vorgestellt. Dann spricht sie hier mal mit jedem. Nicht der aufregendste Geburtstag. So, sie hat sich jetzt nochmal einen Drink bestellt. Weil ich finde, am Geburtstag darf man das schon mal. Auch wenn man auf ein neues Haus spart. Es ist Guys Night. Schade, dass wir eine Frau sind, hä? Aber er könnte sich jetzt richtig hart gönnen. Dann soll sie noch ein Stück Kuchen nehmen. Diese neue Kommode. Yes. Die können wir verkaufen. Weil ich finde, sie ist nicht so hübsch. But the cash. Yes. Claire?
Wie geil siehst du aus? No, don't go away. I'm gonna talk to you. Aber sie geht einfach. Nee. Gemein. Ab nach Hause. Es ist 1 Uhr nachts. Ups. Geh einfach schlafen. So, jetzt putzt du erst deine Tiere, bevor du heute zu deinem ersten Tag antrittst. Und dann hoffe ich, dass sie es noch schafft, die Toilette zu reparieren. Sehr schön. Dann wird nochmal ein Frosch gezüchtet. Und mit diesem Geld machen wir jetzt ein neues, schönes Zuhause. Da speichern wir natürlich erstmal. Ich drehe aber nochmal. Vielleicht hat das ja was mit dem Bildmodus zu tun. Es ist die 59. Sei romantisch mit dem nächsten Sim, den du siehst. Das hat jetzt nicht so viel mit dem Bildmodus zu tun. Aber ist schon okay. Also weg damit, weg damit. Aber die Festplatte behalte ich, glaube ich. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns eigentlich jetzt jeden Moment in einen Zeitraffer. Have fun! Doesn't get any better than this. I see my face when I turn on the TV screen. Trying to sell me things, think they know what I need. I know they want cash, but they don't wanna ask. A couple gold chains, but I don't like to brag. Ha, ha, used to think there was always a bigger fish. Now I'm at the top, still I can't get rid of it. Woke up, told my dad, get doesn't get any better than this. Doesn't get any better than this. All fake, fake acting, a fake play. Fake chains and fake gold. Run around in your fake clothes. I could see behind a TV screen. Things are not at all what they seem. Oh gold, this shining gleam. Wipe your eyes, this is not a dream. You are not who you say you are. You got dreams of a foreign car. One of the Benz got a Honda Civic. You want a chance, I think you missed it. It doesn't get better. It doesn't get better, it doesn't get better, it doesn't get any better than this. It doesn't get any better than this. I got another honey in my DMs every minute giving me hell. Is it cause I'm fly? Is my life a motion picture? I'm feeling cinematic. And I don't care if I do not own a Rolex or a Patek. Oh my, oh my, oh my, yeah. Roundhouse kit, I kit like Kato. Eat less stick, go round my payroll. Your girlfriend look like potato. My necklace, cause it's all beta. I'm flashy, can you catch me? 50 on a pink Porsche, two baddies in the backseat, horny, true story. Had to kick him out, sorry, huh. My own mind, yeah, I don't care what flavor. At least it be some cheese. Y'all be seeing how this baby want, bitch, he got steep. And these girls use me, so I flick him like flea. I'm not to the Whitney's, cause you wanna cook keys. Alright, I'ma fly to the UK to eat my mind off a fine lady's boobay. I'm too polite, girl, may I see the booty? I love my life, my own mind. People say I gotta be different, but I'm just myself. Oh my, I got another honey in my DMs every minute giving me hell. Is it cause I'm fly? Is my life a motion picture? I'm feeling cinematic. And I don't care if I do not own a Rolex or a Patek. My own mind. Lately she used me, I saw that she's a problem. So I dunked on that bitch, she ain't nothing but a goblin. Need an F for respect in the chat for the fallen. F. And I wanna use commas to the common. Life feels like I won a lottery. And your lily says she wanna give me sodomy.
Only one problem, what it's costing me. And my mama says she proud of her own property. My own mouth, I got my bags up. Wait till you hear my song, check up. She's relaxed, I think she's next up. She's just in it for the Tesla. Alright, I'ma fly to the UK to eat my mind off a fine lady's boobie. I'm too polite, girl, may I see the booty? I love my life, my own mind. People say I gotta be different, but I'm just myself. Oh my, I got another honey in my DMs every minute giving me hell. Is it cause I'm fly? Is my life a motion picture? Phoenix cinematic. And I don't care if I do not own a... So, da sind wir wieder. Das ist mein kleines Haus. Ja, es ist natürlich noch nicht krass eingerichtet oder so, aber ich finde halt diesen Grundidee halt ganz süß. Und darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Wir haben halt jetzt hier diesen Bereich für die Tiere so. Und ich habe halt dieses Skylight gelassen, die Idee. Weil ich finde es so schön, wenn dann halt das so reinscheint und dann gibt das so Muster und so. I love it. Ja, und hier drin, wie gesagt, ich habe halt die Küche. Dann hier hat das Wohnzimmer und ein Schlafzimmer mit einem PC. Wir haben noch nicht mal Klopapier oder einen Spiegel. Aber es ist schon okay. Wir werden uns dann langsam dran setzen. Erstmal speichern. Aber ich habe jetzt auch nicht so lange dran gesessen wie gedacht. Deswegen, ich bin sehr stolz auf mich. Wir basteln natürlich ein Geschenk. Unternehmerfähigkeit Level 4. Oh ja, Leistungsverbesserung direkt. Nice. Oh mein Gott. Ich habe nicht dran gedacht, dass wir Rechnung bezahlen müssen. Aber egal. Es wird schon irgendwie. Ich habe das Haus übrigens grau gehalten, weil ihre Lieblingsfarbe ja grau ist. Sie stinkt einfach komplett. Justin, hi! Hallöli. Komm ruhig rein in mein neues, kleines, bescheidenes Haus. Auch wenn ich stink. Aber wir wurden einfach direkt befördert. No, not going. Why? Wir haben dreimal Arbeitsplatten. Die sind schon schöner, ne? Eigentlich bräuchten wir jetzt halt hier noch welche, so, ne? Ja, ja. Aber jetzt kann ich mein Klopapier kaufen. Und einen Spiegel. Tipptopp. Und einen Tisch wollte ich. Da ist mein Geld dann auch schon wieder weg, ne? Das war jetzt aber schon wichtig auch. Ich wollte eigentlich deren Essen auch noch füllen. Ja. Sie verdient vor allem ein Simoleon mehr pro Stunde. Hammer, hat sich ja fast gelohnt hier. Ja, wir kriegen ja noch die Rückzahlung. Dann wird das schon alles wieder passen. So, meine Liebe, geh vielleicht einmal duschen. Das Leben hättest du dir auch einfacher vorgestellt hier, ne? Aber es ist schon okay. Ey, aber ich finde das Haus wirklich süß. Und ich finde, es passt auch gut zu ihr. Deswegen ist das alles in Ordnung. Und vor allem, ich habe auch dran gedacht, man könnte hier theoretisch noch so eine Treppe nach oben bauen zur Not, wenn wir halt noch mehr Platz brauchen, weil wenn wir noch ein Kind wollen und so. Und eventuell sind die ja dann auch irgendwann nicht mehr. Also ich hoffe natürlich, dass sie noch lange leben, blablabla. Aber you know. Der Platz ist an sich da. Level 6. Wir haben natürlich jetzt nicht mehr die Mini-Haus-Grundstück-Vorteile. Aber damit müssen wir jetzt halt klarkommen. 197. Yay. Dann können wir deren Essen auf jeden Fall auffüllen. Und dann kann sie zum ersten Mal in ihrem eigenen neuen Bett schlafen. Was ein richtiges Bett ist und kein Ranzbett mehr. I'm so proud of her. Hallo, dieser Part sollte schön werden. Warum? Vernichtung durch Stromschlag. Vor allem, wir haben jetzt immer noch keinen romantisch angemacht, den wir gesehen haben. Aber es war Justin. Der einzige Sim, den wir gesehen haben, war Justin. Das heißt, wir dürfen wenigstens mit Justin rummachen. Warum ist sie glücklich? Wegen dem Feiertag. Super. Ja, vielleicht treffen wir uns. Das ist vielleicht eine gute Idee. Aber wir müssen auf jeden Fall zu denen noch nach Hause. In der Hoffnung, dass der Grabstein da ist. Suddenly Mount Komorebi, Alter. Aber hi, ich soll mit dir romantisch sein. Warte mal, kann ich bitte einen Urlaubstag nehmen? Vielleicht kommt die Trauer auch einfach nicht so über sich, weil das halt noch nicht so angekommen ist bei ihr so, ne? Bis die wirkliche Trauer anfängt, dauert es ja auch in der Regel. Weil erst ist man halt so, okay, Hilfe. Also man versteht das ja nicht. Hallo, können wir was zu essen kaufen? Eine Avocado-Maki-Rolle. Das klingt super. Ist aber auch die Frage, wann wir ihn vielleicht auch einziehen lassen oder so. Wo bist du denn hin? Ja, ich weiß auch nicht. Wir gehen. Wir können ja Justin mitnehmen. Bin ich froh, dass wir Moon eingeladen haben zum Geburtstag. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Ich hatte zwar gerade Probleme mit meiner Tastatur, aber wir machen jetzt eine Inschrift. Ich habe jetzt geschrieben, du hast alles erreicht und noch viel mehr. Weil sie hatte ja schon viele Pläne in ihrem Leben und sie hat ja alle irgendwie erschaffen können. Erschaffen bin ich eigentlich komplett dumm? Erreichen können. So, und sie kommt natürlich ins Inventar. Mausi, no! Look at him. Sehr persönliches Gespräch. Ich glaube, das ist das, was jetzt sein muss. Können wir noch die Bewunderung ausdrucken? Weil Jericho hat ja auch krass viel durchgemacht, ne? Ich meine, er ist ja selber gestorben, wurde dann ja wiederbelebt und... Oh Mann. Nee! Freundschaft in verlustreichen Zeiten.
Ich kann das alles nicht mehr. Boah, diese ganze Familie rippt einfach weg wegen irgendwelchen Katastrophen. Ich kann das nicht. Sag mal, du hast hier nichts Besseres zu tun, als Fernseher zu schauen, oder was? Oh, ich muss meine Rechnung noch bezahlen. Ich habe gar nicht genug Geld dafür. Gehen wir zum Friedhof. Ich habe eben noch gesagt, ja, wir müssen überlegen, wenn wir Justin einziehen lassen. Aber, okay, wir müssen ihn ja nicht direkt einziehen lassen. Aber ich würde sagen, dass er ein paar Nächte bei uns schläft. Weil ich meine, das ist ja schon krass. Ich meine, sie hat ihre Mutter verloren so. Und ich meine, es ist jetzt noch nicht so lange her, dass sie ihren Bruder verloren hat. Es gibt viel zu verarbeiten. Und ich denke, dass es dann einfach sinnig ist, dass er dann halt auf seine Freundin so ein bisschen Acht geben möchte. Und wir können ihn auf jeden Fall mal ja ein paar Tage über Nacht lassen und dann vielleicht irgendwann einziehen lassen. So, jetzt ist die Frage. Ich würde sagen, wir packen Jericho und Moon hierhin, neben Cloud, damit die beieinander sind. Weil Carla und Sky sind ja auch beieinander. Und hier kann dann halt jemand hin, der halt für sich alleine steht, sage ich mal. Fände ich halt einfach schöner. Dann würde Moon halt hier hinkommen. Und den stelle ich jetzt so ein bisschen versetzt hin, weil der Richtige soll dann halt hier hin. Weil Jericho wird dann ja zwei Grabsteine haben. Wir haben noch ein Bild von ihr. Oh nö! Kann man das machen? Ich würde sagen, ja. Ich möchte dann auch noch eins. Stimmt. Ich wollte halt das haben, wo, also eins, wo die beiden drauf sind. Und das ist perfekt, weil das ist ja so süß. Kann ich das kleiner machen? Ja. Ich finde, das ist uns ein bisschen übertrieben hier. Sie hatte ja so viel Spaß mit dem Garten. Die kippt sogar in rosa. Ich glaube actually, dass Moon einer meiner Lieblingscharaktere ever ist, die wir so in dem Let's Play bisher hatten. Weil ich finde, sie hat halt so viel Charakter gehabt und sie hat so viel durchmachen müssen. Sie ist mir einfach so ans Herz gewachsen. Deswegen ist es gerade irgendwie ein bisschen besonders traurig, dass sie jetzt halt von uns gehen musste. Ja, als Anwältin. Was könnte man dann denn dorthin tun, dass man sieht, was sie gearbeitet hat? Eine Akte? Mit welchem Pack kam denn das mit dem Anwalt? Ah, an die Uni. Ich würde sagen, diese Waage ist schon ganz gut dann. Ah, scheiße. Den kann man da nicht kleiner machen, den Spiegel. Ja, ich glaube, dass das ganz gut ist. Und zu dem passt, was Moon war. Gehört halt leider mit dazu, ne? Dann trauern wir natürlich um sie. Dass es hier regnet, ist natürlich jetzt auch sehr passend. Sie kann nicht trauern, wahrscheinlich ist so viel Zeug da drumrum. Aber das ist okay, denn ich habe lieber ein schönes Grab. Oh, die haben auch das bekommen mit der Gießkanne. Aber Leute, ich habe mein Geld noch nicht zurückbekommen. Der Rabatttag hat mich verarscht. Oh, Jericho! Nee, seid ihr süß. Ja, bitte, eine fürsorgliche Familiendynamik. Ich sehe es. Ich hänge jetzt auch noch ein paar Fotos auf. So, dann können natürlich noch mehr Fotos hin, aber ich glaube jetzt erstmal, ist das, glaube ich, realistisch, dass sie so Fotos aufhängt an Dinge, die sie zwar an jetzt letztendlich schlimme Sachen erinnern, dass diese Menschen halt nicht mehr leben, bis auf Jericho. Aber hier ist noch ein Foto mit ihrem Bruder und halt eben mit Moon. Könnte schwören. Aha, wir haben da noch ein Foto von Cloud, wo er älter ist. Aber das ist halt so riesig. Habe ich kein kleineres Foto davon? Schaut halt nicht so aus. Ja, dann müssen wir das große nehmen. Meine Kamera ist leer. Ja, dann kommt das halt hier hin. Zeit mit einem Tier zu verbringen, heitert Sunny ganz schön auf. Das finde ich actually sehr, sehr süß, dass sie ihre Trauer jetzt beleuchtet ein bisschen mit den Tieren. Ja, dass sie damit halt dann leichter zu kämpfen hat, sag ich mal. Aber sie wünscht sich auch, dass sie ein bisschen programmiert. Deswegen soll sie das einfach mal machen. Mach sie mal ein Virus. Ich glaube, Nebenjob wäre besser gewesen. Aber egal, sie macht jetzt ein Virus. Yay, 128 verdient. Da können wir zumindest unsere Rechnung bezahlen. Wenigstens hat sie jetzt noch Level 6 erreicht. Sie kann jetzt die Arbeitsleistung hacken. Ich weiß ja nicht, ob sie das tun sollte. Die rockt das in der Arbeit schon. Moon ruft aus dem Totenreich an und fragt, ob sie ein Baby machen sollen. Nein, bitte nicht. 177 hat das gebracht. Cool. 205? Oh je. Was man nicht alles macht, damit das hier schön aussieht. Aber so sieht es auf jeden Fall besser aus, als wenn hier nur so eine ist. Die hier, wenn hier noch eine hinkäme, es muss nicht unbedingt sein, finde ich. Ich finde es so auch ganz süß. Jetzt übermannt sie die Trauer. Oh, wenn sie allein ist. Aber wir laden jetzt den Übernachtungsbesuch ein. Ich glaube, 4 Nächte ist ganz gut. Ja, und dann ab jetzt einfach. Dann bleibt er nämlich bis Samstag und dann können wir ja dann entscheiden, ob wir ihn einziehen lassen oder nicht. Je nachdem, wie gut uns das dann gefällt, das Zusammenleben mit ihm, ne? Ich finde schön, dass er einen pinken Koffer hat. Können wir den aber bitte hier hinstellen? Willkommen. Guck mal, er ist da und sie fühlt sich direkt besser, wenn das hier nichts zu heißen hat. An der Stelle würde ich dann aber auch den Part beenden. Dieser Part war mal wieder ein Auf und Ab und wie gesagt, ich hoffe, dass es trotzdem noch genug Gameplay für euch ist. Also ich habe auf jeden Fall 1,5 Stunden aufgenommen.
Auch wenn es jetzt gegen Ende doch sehr traurig war, hat es mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht hier. Und wie immer bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie es hier weitergeht, weil ich glaube nicht, dass das hier jemals ein normales Leben wird, ja? Hier wird immer einiges abgehen, glaube ich. Ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!